Und da sind wir wieder mit unserem Vampirfürsten. Ich habe schon einmal die Runde beendet. Und das Chaos regt sich nun und die Chaosarmeen fangen an zu marschieren. So. Unsere Armee müssen wir immer noch retten. Aber ich weiß immer noch nicht so wirklich wie. Strike out! Versuchen wir einfach mal hier rum nach Waldenhof zu marschieren, in der Hoffnung, dass sie sich bis dahin nicht vollständig aufgelöst hat. So, ihn müssen wir dann jetzt leider bewegen. Und er muss nach Feildorf laufen. Was bist du, Zwerge? Zwerge nerven jetzt halt. So be it. Soon I'll be all powerful. Beim Trotz, dass hier eine Armee ist, dann werde ich auch zwei plündern. Das Essen denn wenigstens inzwischen zufrieden, ja. Und Steuern erheben können wir immer noch keine. Ich werde auch nur semi-Bock, dass die Zwerge uns angreifen. Und die Fankarsteins, ne, die haben immer noch zwei Provinzen. Wir sind halt gerade irgendwie extrem unbeliebt. Talk at me in your crude language. Ärgerlich. Die werden uns wahrscheinlich angreifen und echt böse wehtun. Guckt doch auch auf jeden Fall mal vorbei, da oben werde ich versuchen einen Infolink zu machen. Mein neues Buch Der Reisende ist erhältlich als E-Book oder als normal Hardcover-Book. Allerdings für jeden, der das Hardcover haben will, schreibt mir dazu einfach auf Insta privat und dann kriegt ihr das deutlich billiger. Devourer of Light. Darkness come. Macht uns nicht unglücklich, aber wir haben eh nicht genug Geld, also können wir noch da stehen bleiben lassen. Oh Gott, bleiben lassen. Das dumme Mondland ist hier halt weiter unzufrieden. Und unsere Armee, der geht's halt auch nicht gut. Versuchen wir die mal an der Plündererstellung zu bewegen. Dann dauert hier jetzt alles länger, aber wir kriegen immerhin keinen Verschleiß. Ja, ist eigentlich egal, was wir mit den Helden machen. Wir haben die bis jetzt eh noch nicht wirklich einsetzen können. Einfach weil die extra Geld kosten und wir kein Geld haben. Und das ist halt ätzend, der wird halt niemals lebend hier in Waldenhof ankommen. Und da ist immer noch die Zwergenarmee, die uns erwartet. Und da kommt die nächste plündernde wilde Armee. Wundervoll.
Nee, wir wollen keine Migranten, die bringen nämlich Chaos in unsere öffentliche Ordnung. Und das brauchen wir nicht. Ja, wir wissen, dass er Verschleiß hat. Und wir versuchen ja auch schon, ihn zu retten. Ist nur nicht unbedingt erfolgreich aktuell. Spread the rot. The dead approve. Jetzt hat er natürlich seine Streitkräfte wieder aufgeteilt. An sich ja positiv. Nur mit dem Hintergrundgedanken, dass wir keine Truppen haben, eher nicht unbedingt positiv. Dann können wir hier einen Galgen bauen, der bringt nochmal öffentliche Ordnung. Vielleicht können wir die ja dann stabilisieren. Ist jetzt halt doof, dass wir hier diese Unruhen haben. Die können sich ja gerne bekriegen, aber müssen die wirklich immer genau durch unser Land ziehen und plündern und sich bekriegen? Haben die kein eigenes Land, in dem die sich bekriegen können? Und unsere Technologien werden weiter erforscht, das heißt, Zombies werden bald noch billiger und vor allem noch besser. Obwohl, nehmen wir das Einkommen oder nehmen wir erstmal die unheilvollen Rituale, dann wächst unsere Korruption pro Runde. So, du wirst einmal zum Spion. Und dann kannst du mal einen Attentat versuchen. Und du bist gescheitert. Wer hätte es gedacht? Cool. Unser Nekromant ist gleich tot, oder? Nee, wo war's? Ja, immer nur verwundet. Aber wer weiß, wie viele hundert Runden das dauert, bis wir den jetzt wiederbekommen. Ich hoffe, wir haben nur so zwei oder drei. So, dann müssen wir immer schauen, was die nächste Runde für uns bringt. Weiterhin plündernde Tiermenschen. Es gibt ja auch keine, es gibt ja auch keine anderen Fraktionen, keine Menschenfraktionen oder so, wo sie plündern könnten. Sie müssen natürlich genau in unserem Vampirgebiet plündern. Wie sollte es auch anders sein? Und damit unsere öffentliche Ordnung einfach komplett töten wahrscheinlich. Und die Grünhäute sind weiter gewachsen. Ja, aber was soll ich dagegen halt tun? Es tut mir echt leid und ich weiß, dass das unsere öffentliche Ordnung runterzieht. Find me, Gravebound. So, und deswegen mache ich auch keine Agentenaktion, weil die eh sinnlos sind. I need more minions. Hat man ja, denke ich, gerade ganz gut gesehen. Darkness. Ich habe die andere mir ausgewählt gehabt, aber danke. Es ist halt Agentenaktionen kosten einfach unnötig viel und sind dann einfach auch eigentlich so gut wie nie erfolgreich, als wenn man den Agenten übelst hochgelevelt hat und schlussendlich dauert das ewig. Und dann können wir noch auf Kampf skillen und dann halt einfach in einer der Armeen lassen. It will be a mass grave. Bring me zombie. Ja, wenn du Dummheit dich hier nicht verpisst, das tut mir echt leid, aber
Ich wollte ja nicht Angriffspakt mit euch. Wir haben nett verhandelt, nur ihr habt rumgestresst. Ja gut, auf die 172 Gold, ganz ehrlich. Everything dies. Darkness. So, dann wieder ins Pfeildorf. Nehmen wir den Knechtmeister, dann sind Einheiten nochmal billiger. Und nochmal 3 Zombies. Und dann können wir theoretisch ja noch versuchen, ihn hier anzugreifen. Ja, dann auf in die nächste Runde. Und was machen die doofen Zwerge? Na los. Nicht ganz so lange überlegen, einfach mal setzen. So, wir weisen die Kreatur ab, wir wollen kein Chaos in unseren Ländern. Und dann können wir den Eichenhammer angreifen. So, dann rauben wir die ganze Siedlung einmal aus. Und dann, lieber Heinrich, darfst du zurück nach Hause. Oder erstmal in unser Gebiet auf jeden Fall. So, weniger Verschleiß wäre toll. Und dann darf er gleich nochmal angreifen. Na, schade, wir können die Stadt nicht nochmal plündern. Dann halt nicht. Dann müssen wir die Stadt in der nächsten Runde nochmal angreifen. Dann hat sie natürlich wieder eine Garnison. Hier werden wir in der nächsten Runde einen Aufstand haben. Da können wir auch nicht wirklich was gegen machen, ne? Das ist halt das Problem. Da unsere Armenier feststecken, die werden ja einfach überall alle unzufrieden, aber ich verstehe gar nicht warum. Ja, ist halt schwierig, das sind halt alles Menschenländer, die können uns logischerweise nicht leiden. Ja, wir werden da gleich eine... toll, ist ja nicht so, dass wir schon genug Probleme an genug Fronten hätten. Nein, jetzt sollen wir auch noch eine weitere Front abdecken. Und warum sind die hier in Arbeim unzufrieden? Das kann ja wohl auch nicht mehr sein. Darkness comes. Die bezahlen ja alle noch nicht mal Steuern an uns und sind trotzdem total unzufrieden. Weil das Mordland werden wir jetzt in der nächsten Runde auch erstmal eine Rebellenarmee auf jeden Fall verlieren. Und Essen wahrscheinlich dann auch demnächst und wahrscheinlich alle unsere Provinzen eigentlich. Da wir hier wahrscheinlich noch 20 Jahre mit den Zwergen beschäftigt sein werden. Und es wäre auch echt schön, wenn unsere Agenten langsam mal wiederkommen würden. Ja, jetzt kriegt er natürlich hier doppelt und dreifach wieder Verschleiß. Wundervoll. Going.
Und machen können wir wieder nichts. Außer abzuwarten, dass unser Reich zerfällt. Und das nicht mal, weil wir nicht genug Truppen hätten, sondern einfach, weil wir keine Chance haben, uns an allen Fronten gleichzeitig zu verteidigen. So, die brennen die Stadt dann jetzt nieder. Und es war komplett sinnlos, sie zu bewirtschaften. Danke auf jeden Fall. Jetzt können wir halt uns aussuchen, retten wir jetzt das Mondland oder retten wir Averheim, weil die werden Averheim in der nächsten Runde angreifen. Auch lustig, dass sie jetzt so eine große Armee auf einmal wieder haben. Ich weiß ja nicht, die sind alle so unfähig. Wir dürfen keine Schlacht mehr automatisch machen. Wir schaffen es hier nicht, einen einzigen Gegner irgendwie tot zu machen in den automatischen Schlachten. Obwohl die schon so schwach sind. Schwierig, schwierig. Gut. Dann skippen wir hier einmal kurz. Ich muss mal kurz beenden.